So, ihr Lieben, ihr habt so wunderbar gerätselt, dann möchte ich euch nun auch die Auflösung nicht vorenthalten. Ihr hattet ja im ersten Video Duster. Und so weiter. Und im zweiten Video habe ich euch eine Rohfassung vorgespielt. Und hier war auch vielleicht schon mal ein kleiner Trick im ersten Video. Ich habe nämlich diesen Quartsprung nach unten zu einer kleinen Sekunde umgewandelt, dass es ein kleines bisschen melodiöser und choralartiger klingt. Und was ist der Gag? Wenn man das Ganze einfach mal rückwärts anguckt, dann hat man das, was ich eigentlich vorwärts nur umgedreht habe, und dann kommt hier raus. Und der Gag des ersten Videos war, dass ich es halt rhythmisch und von der Melodie leicht umgebaut habe, dass es so ein bisschen wie ein von Leichnamschoral im Grunde klingt. Ist ja auch kein Wunder, man darf sich mal vor Augen halten. Also hier dieses Lied, komm Schöpfer, Geist, kehr bei uns ein, ist ein vierhebiger Jambus, und die ganzen von Leichnamslieder funktionieren ja immer im Trocheus, also und sind damit genau einfach rückwärts gebügelt, und damit habe ich im Grunde einen verkappten Trocheus, wenn ich das Ding einfach falsch rumspiele. Also, da steckt schon ein bisschen deinem Heiland, deinem Lehrer drin. Wäre eigentlich mal eine lustige Überlegung, einfach Pfingstlieder umzudrehen und dann von Leichnamslieder draus zu machen, weil da würde es ja tatsächlich funktionieren. Also Tantum ergo sacramentum veneremur terno. Jetzt muss man irgendwie pfuschen. Et anticum documentum novo cedatritui. Auf jeden Fall, kurz und knapp, komm Schöpfer, Geist, geh bei uns ein, war die Lösung meines Rätsels. Dankeschön!